Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time. Und was ist das für eine tolle Höhle? Die sieht recht toll aus, muss ich sagen. Wo man, glaube ich. Obwohl. Warte mal, probieren wir mal. Ah, ich kann mit Freedom keine Flöten benutzen. Okay, das heißt, ich glaube, ich bin hier falsch. Dann gehen wir mal da nach oben. Und da hinein. Hier haben wir 4 Gegner und einen Schatz. Er ist nicht im Besitz der Flöte. Du findest eine Art Buch. Notiz über die Inka. Sie hinterließen keine geschriebenen Nachrichten, sondern nur Melodien. Ich habe es geschafft, die Melodie des Windes zu entschlüsseln. Sie erzählen von einem Treffen im goldenen Raum. Gut, das sagt mir jetzt aber gar nichts. Was soll bitte das für ein goldener Raum sein? Rotes Juwel gefunden. Weg damit. Entweder habe ich hier etwas vergessen. Ich bleibe momentan noch bei Freedom. Wer weiß, vielleicht. Brauche ich ihn ja noch. Und deine Stärke hat sich erhöht. Oder ich habe einfach einen Raum vergessen. Weil hier, glaube ich, kann ich mich wieder in Will verwandeln. Den brauche ich auch. Was ist bitte schön die Melodie des Windes? Und ich glaube, ich habe mich gerade verklickt. Ach, ja. Leute, ich bin gleich wieder da. Ich glaube, ich muss das Spiel neu starten. Mal gucken. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich kann mich hier auch wieder in Freedom verwandeln. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt mal bei Will. Und muss irgendwas suchen. Oder? Wir gehen jetzt erstmal da hinunter. Und probieren. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich glaube, ich muss die Melodie des Windes finden. Nur die Frage ist, wo ist die Melodie des Windes? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich weiß das nämlich auch nicht. Es muss ja irgendwo in der Nähe sein. Das heißt, wir dürfen den ganzen Dungeon abklappern. Ist denn das nicht schön? Lara Erif. Hier geht's mal nicht weiter. Da auch nicht. Gehen wir nochmal da rein.
Wo könnte die Melodie des Windes sein? Das ist jetzt die Frage. Muss ja hier irgendwo vielleicht einen Ausgang geben, wo ich reingehen kann. Die Frage ist, wo? Okay, hier ist der Schatz. Ich habe irgendwo etwas übersehen. Ich weiß leider nicht mehr wo. Mal gucken. Wo könnte es sein? Hier irgendwo in der Nähe. Es muss ein Ausgang sein. Aber in welcher Höhle war das? Die Höhle der... Das ist in diesem Dungeon. Es muss irgendwo entweder ganz oben sein. Okay, da gehe ich wieder raus. Oder? Ja, da gehe ich wieder raus. So, dann laufen wir mal rüber. Wo habe ich da jetzt was übersehen? Es muss ganz hier in der Nähe sein. Es kann nur hier sein, irgendwo. Und die Frage ist, wo? Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt ein paar Mal, aber es nutzt ja nichts. Es muss ja irgendwo eine Höhle geben. Die Statue, verschiebe sie. Da drüben ist nix. Vielleicht hier drin nochmal? Nee, da habe ich ja Freedom bekommen. Der Wind im Tal pfeift eine Melodie. Sie scheint von dem riesigen Steinkopf zu kommen. Wieso habe ich das vorher nicht bemerkt, dass da ein Weg ist? Kacke. Oh Mann, hätte man das Ganze ersparen können. Du hast die Melodie des Windes erhalten. Toll. Klasse. Wieso nicht gleich so? So bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass ich da hochgehe. Toll. Ich brauche jetzt aber Will, damit ich die Melodie spielen kann. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück. Bin mir nicht sicher, ob es einen schnelleren Weg gibt, aber ich gehe lieber so. Und warum leckt es gerade so? So, das heißt, ich muss hier wieder rüber, über die Rampe. Njoo.
Oh, wenn keine Gegner da sind, ist es irgendwie langweilig. Weil man nichts zu tun hat. Wenn der es früher gewusst hätte. So, jetzt müssen wir noch den Ausgang finden. Und dann noch die kleine Höhle da. So, jetzt sind wir wieder hier. Gut. Da unten ist ein Eingang. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob ich unten oder oben gehen muss. Ich glaube, ich muss hier rüber. Hier bin ich falsch. Da unten, glaube ich, geht's rein. Gut, jetzt bin ich hier. Und jetzt muss ich die Melodie des Windes spielen. Schätze ich mal. Aber wo? Ist die Frage. Stell mich einfach mal irgendwo hin. Samt spielst du die Melodie des Windes. Durch die Töne der Flöte berührt, beginnt ein Block zu glühen. Und jetzt muss ich mich da draufstellen oder den Block bekämpfen. Hallo? Ich bleibe hier einfach mal stehen. Ah. Wo muss ich jetzt hin? Ah, da kann ich mich, glaube ich, wieder zu Freedom verwandeln. Hoffe ich halt mal. Ja, ich will. Was? Ich wollte eigentlich Freedom werden. Dann geh mal nochmal rein. Was? Ja, ich will mich in Frieden verwandeln. Miu, 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 miu. Hey, Frieden. Hey, 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 hey. Ich bin Gaia, die Quelle alles Lebens. Erhöre meinen Ratschlag. Ein gigantischer Gegner wird sich dir entgegenstellen. Verletzt du ihn, schießen Lichtstrahlen aus seinem Kopf. Versteck dich hinter ihm, wenn du verletzt bist. Okay. Also das heißt, es kommt ein Bosskampf. Schätze ich mal. Ich bin schon richtig gespannt, wie der aussieht. Und ich glaube, ich muss hier die Statuen absetzen. Nehmen wir hier Inka-Statue B. Ich weiß jetzt nicht, ob es nach der Form nachgehört oder nicht. Aber ich glaube schon. So, Inka-Statue. Draufstellen. Au, oh, und was ist das für ein Geräusch? Ah, und jetzt? Mal wieder die Melodie des Windes aus. Ich kann mich nicht mehr bewegen.
Oh. Sieht mir schwer nach Bosskampf aus. Ich kann weder noch angreifen, noch sonst irgendwas. Na gut, Leute. Aber ich werde jetzt einen Cut machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Haut rein und ciao, ciao.